Mahlzeit Pyrus, euer Silvester Friedmauer am Start. Ja, und zwar beginne ich heute einfach mal mit so einem kleinen Vlog, wie ich mein Silvester so ein bisschen gestalte. Und ich hatte vorhin mal Einkaufstour gemacht, aber irgendwie sind die Aufnahmen da nicht so geil geworden und deswegen werde ich einfach da so ein paar Eindrücke mit in den Vlog reinschneiden. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Ich beginne, wie gesagt, so am 28. bis zum 31. oder 1.1.2019. Schauen wir mal, wie sich das so, ja, verläuft, sage ich einfach mal. Und ja, ihr seht doch schon, was ich mal so wie heute habe. Ein paar Raketen, hinten sind noch zwei, drei Kartons. Dann habe ich drüben im Schlafzimmer noch zwei Kartons stehen. Oder drei sogar. Gucken wir gleich nochmal. Ja, also ich würde sagen, wir beginnen den Silvester-Vlog und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem diesjährigen Vlog, beziehungsweise bei meinem ersten. Jetzt sind wir einfach mit uns. Und das nehme ich dann auch mit, ja? Ja, ist klar. Oh, das kann ich die Beute mitgebracht. Ne, das ist für ne, ich nehme das schon so weit, was für meine alten, aber. So haben wir ja die Spaß da. Zum Beispiel, ich habe auch keine Wunderkerzen geholt. Was war denn alles meins? Das da was? Pack nur eine drin ins Auto. Ich habe einmal Kasse schon. Kann man abrechnen. Ja, gut. Dann kann ich sogar erstmal so reinpacken. Ja, ja. Was ist denn das hier? Discovery oder was? Ja, ne? Nee, Elysium. Hä, die hast du schon gesehen da drin? Oh. Ah. Du hast noch keine Würfel. Das ist irgendwie so viel fucking Scheiße. Ich bin doch fast nicht verloren. Erstmal links. Guck mal, warte. Brauchst du eine Hütte? Nee. Warum? Na, du wirst doch schon wissen, was das ist, oder? Ja, ja. Ich hab das alles genau abgezählt. Sky Artist. Galaxus. Endlich mal mitgenommen. Guck ich alles wo hin. Cyborg Fächerbatze. Sehr geil. Ja, jetzt kommt der jetzt. Hilf mal. Mr. Hyde stand nicht auf der Liste, ich habe sie trotzdem mitgenommen und zweimal haben wir hier noch Double Flash. Das sind übrigens die Summer Flash. Wie ist nicht Double Summer? So, hier haben wir jetzt zum Beispiel noch zwei Kartons stehen. Dann haben wir hier hinten noch zwei Kartons stehen. Hier noch ein paar Raketen. Da unten sind noch ein paar Batterien drin. Aber das werdet ihr alles im Laufe des Vlogs ja mitbekommen. Hier oben zum Beispiel haben wir noch Verbundbretter, die ich einfach eine Uhr machen werde. Und ja, aktuell haben wir es jetzt zu den 30. Gleich. Ja, jetzt hier nur mal, dann machen wir den Aldi gleich hier vorne, wa? Und dann fahren wir. Ja, ja. Ja. Und dann sind wir ja dann. Nochmal jetzt aber ich kann ausfahren. Ja. Ja. Dann Aldi und diesen Restposten da, oder? Keine Ahnung, was das für ein Posten ist. Die Lehne heute schmeckt so ein bisschen Kleinkram, das machst du so breit und knapp noch hin. Oh, okay. Das Einzige wurde vielleicht so, weiß nicht, hier bei McGuides, was ist denn da? Müll. Guck nur Müll. Wie immer. Oh, mal gucken, da war noch höher. Dafür, dass wir die Einzigen sind, die immer Geld ausgeben, sind wir ja schon fünf vor weg. So, Moment, gucken wir mal. Ja, aktuell haben wir jetzt den 30. Und zwar haben wir es 4.18 Uhr. Und das Wetter ist wirklich sehr, sehr schlecht gerade. Ich hoffe, dass sich das noch bessert bis zum Silvester. Ich kann gleich mal zeigen, es stürmt einfach wahnsinnig draußen. Schon wie im letzten Jahr, leider, aber. Naja, können wir uns das Beste hoffen. So sieht das gerade aus. Leute, es ist der Hammer. Es ist einfach der Wahnsinn. Es stürmt, es pisst wie Sau. Ja. Sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass sich das wirklich in 24 Stunden noch mal ändert. Ansonsten wäre es wie letztes Jahr und es wäre nicht so schön. Und ja, dann sehen wir uns
denke ich mal, am 31. wieder und dann können wir ja sehen, wie es Wetter geworden ist. Kommen wir mit rein in Aldi. So. Nochmal erfolgreich. Fette Fässer, 3 Stück. Raketen, Supreme Shot. Ich habe mir noch Shooting Stars mitgenommen und Ringraketen. So. Ey. Da haben wir noch das heißt, Außentieren hier. Und wie das ein Kombi ist. Ja, hier, mit meinem Auto hätten wir Probleme. Ja. Auf jeden Fall. Ich kann nur kriegen. Ja, boah, nee, ist doch nicht warm. Stefanie zeichnet doch wohl. Das kannst du laut sagen. Ja, haben wir jetzt hier noch ein Aldi aus? Weltraketen? Ja, haben wir ein Aldi, ja. Abfahr Aldi. Guck mich doch aus. Jetzt mal einen Einkaufswagen nehmen. Ja. Ich müsste jetzt auch mal gleich ein Bild machen jetzt. Thumbnail. So, Heidi war viel Glück. Van Gogh. Ja, da sind sie ja. Scheiße. Naja, gut. Das ist doch, ja. Alter. Hart. Das ist nicht mehr normal, Alter. So, jetzt fahren wir noch Restposten, dann machst du das, ja? Ja, das reicht doch. Ja, so, auch zum Restposten. So, Pyros, mal noch ein kleines Update. Wir haben es jetzt 19 Uhr, immer noch am 30. Und ihr seht, jetzt ist der ganze Haufen hier alles schön, hier in Kisten verpackt für die Tour morgen. Es wird einfach mega geil. Wetter hat sich auf jeden Fall jetzt ein bisschen geändert. Wir können noch mal aus dem Fenster illern. Ist auf jeden Fall ruhiger geworden draußen. Auf jeden Fall sehr nice und es soll sich morgen auf jeden Fall auch noch ändern. Es soll auch nicht regnen. Ein bisschen Wind soll zwar da sein, aber das ist jetzt auch scheißegal. Und ja, hier seht ihr auf jeden Fall Verbund. Nexus als Finale. Mal gucken, wann ich den Verbund hier mache. War auf jeden Fall sehr geil. Hier hinten die ganzen Raketen setzen, hier die ganzen Batterien und Böllerkram. Alles durcheinander hier drin. Ja, morgen geht's los. Beziehungsweise, wenn ihr das natürlich hier seht, war es das natürlich schon wieder, leider. Aber jetzt geht's langsam ab. Wir sehen uns auf jeden Fall am 31. wieder. Netto, den werden wir nicht besuchen. Tja, I know, ja, das müssen wir alles abhaken. Ich weiß schon, was ich heute habe. Da muss ich auch schon mal gucken. Was weiß ich. Posten. Oh, okay. Schön, nach vorne. Zuros. So, moin Pyros. Wir haben den 31.12. Wir haben 5.07 Uhr. Ja, ich bin Silvester, bin ich immer so früh wach, weil ich einfach nicht mehr pennen kann, weil es einfach mega geil ist und mega geil wird. Hier liegen schon mal 2 Knallketten für so gegen um 8 Uhr. Da geht es nämlich schon langsam los mit der ersten Tour, die ich euch denn hier in dem Vlog halt immerhin ein bisschen mal wieder so festhalten werde, wie der Tag halt verläuft. Dafür ist der Vlog ja dementsprechend da. Und jetzt wage ich mich noch mal aus dem Fenster zu gucken, das Wetter jetzt besser geworden ist oder nicht. Und das Wetter ist einfach mega. Kein Wind, kein Regen. Wir hoffen mal, dass das so bleibt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht.
worauf wir ein Jahr gewartet haben. Und jetzt will ich nicht weiter quatschen. Wir sehen uns, wenn es draußen hell ist, so gegen um 8 und 9. Und dann fangen wir schon mal an mit ein paar Funkelbilder hier, die Knallketten. Aber das werdet ihr ja dann sehen, wenn ich euch ein paar Eindrücke mit einschneide. Wir sehen uns draußen, bis später, Pyrus. Und lasst es krachen, Freunde. So, Pyrus, machen wir mal an hier. Haben wir Knitter, King 2F1. Oh, hier dazu. Auf jeden Fall sehr heftig hier. Cut 1. Erschlag, Funke. Überwiller 2. Und einfach genial, das sind gute Böller. Flashbang, Nico. Knatter King von Leslie. Sehr nice. Summer King Junge. Heftig. Einfach genial. Leute, es ist Silvester, ab jetzt.